Meine Lieben, heute packen wir einen Schmuck-Adventskalender zusammen aus. Wir haben hier einen Warenwert von 900 Euro, zahlen aber nur 179 Euro oder 169 mit meinem Rabattcode GÖSSE2024. Ich zeige euch jetzt alles, was aber auch richtig cool ist. Das hier ist nicht nur ein Adventskalender mit sehr viel Müllverpackung oder so, denn ihr könnt euren Adventskalender von iCrush auch als Schmuckständer benutzen. Ich finde die Idee wirklich sehr, sehr cool. Wir packen jetzt einmal alles zusammen aus und dann könnt ihr schauen, ob das hier etwas für euch wäre. Ich sage euch jetzt mal extra nicht, hinter welchem Türchen welches Schmuckstück ist, damit ihr so eine kleine Überraschung noch habt trotzdem, falls ihr euch den nachkaufen möchtet. Hier ist außerdem noch so eine richtig süße Geschenkverpackung dabei, falls ihr bei einem Schmuckstück denkt, wow, das hier möchte ich unbedingt meiner Mama schenken oder das hier würde total zu meiner Freundin passen, dann habt ihr hier nochmal so ein iCrush-Verpackungstäschchen. Sieht so aus. Ich freue mich richtig. Die Schmuckstücke sind wasserfest und pro Schmuckstück zahlt man umgerechnet 7,16 Euro und das finde ich richtig fair. So, hinter meinem ersten Türchen, nicht die Nummer 1, sondern das erste Türchen, was ich jetzt zufällig gewählt habe, verbergen sich so richtig schöne platte Ohrringe. Die sind gold und haben wirklich einen schönen wellenartigen Design. Ich werde euch alles nochmal sehr nah eingeblendet zeigen, aber jetzt packen wir erstmal so schnell wie möglich aus. Die Türchen selber sind auch richtig süß. Dann haben wir hier eine Armkette. Auf jedem Schmuckstück steht auch die Marke drauf, iCrush. In diesem Adventskalender sind 8 Ketten enthalten, 9 Ohrringe, 6 Armbänder, ein Ehekaff und ein Ring. Und hinter dem 24. Türchen verbirgt sich wohl eine doppelte Überraschung. Es ist alles einmal hier in diesen Boxen versteckt und außerdem nochmal in so richtig süßen Schmucksäckchen. Oh, das ist aber richtig schön. Werde ich jetzt sofort anziehen. Ich bin ja sowieso so ein Armkettenmensch, wisst ihr. Und mal bitte richtig süß. Dann habe ich hier einmal die passende Kette zu der Armkette, die ich euch eben gezeigt hatte. Können wir auch direkt anziehen. Sehr, sehr süß. Auch die Farbe gefällt mir richtig gut. Das ist so ein schöner Goldton. Ihr könnt mir mal unten reinschreiben, ob ihr schon einen Adventskalender geholt habt. Wenn ihr so einen Schmuck-Adventskalender in Erwägung ziehen würdet, würdet ihr den für euch holen oder würdet ihr den für einen eurer liebsten Menschen holen? Das sieht mal wieder nach etwas aus, was sehr gut zu meinem Stil passt. Wir haben hier eine Kette, die ziemlich gut zu allem eigentlich passt. Kann ich mir sehr gut vorstellen mit so Blusen, mit so ein bisschen aufgeknöpften Blusen und dann so quasi im Dekolleté reingesteckt. Sowas schmeichelt auch im Dekolleté, finde ich sehr. Kann man aber auch mit so Rollkragenpullis anziehen und dann so einfach raushängen lassen. Tut mir leid, Leute, aber die Kette gefällt mir auch richtig gut. Die muss ich auch direkt anziehen. Ich finde, so lange Ketten gibt es mittlerweile sehr selten. Deshalb finde ich das sehr gut, dass auch so eine Kette mit dabei ist. Richtig schön. Oh, das ist auch richtig süß. Schaut mal bitte. Das wäre so eine Kette, die ich auf jeden Fall gerne verschenken würde, glaube ich, weil ich sie so süß finde. Vielleicht würde meine Oma diese Kette sehr mögen. Also die ist fast so lang wie die Kette, die ich euch eben gezeigt habe. Und dann ist hier so eine Goldplatte mit so Mustern und dann nochmal eine Kette mit so einem braunen Stein. Richtig süß. Ja, genau auf sowas habe ich gewartet. Das sind so Ohrringe genau in meinem Geschmack. Ich liebe ja so chunky Ohrringe. Die werde ich jetzt auch direkt anziehen. Ich mag diesen Stil sehr gerne, dass die halt so asymmetrisch, so romantisch geschnitten sind. Wisst ihr, was ich meine? Das hat halt so Bewegung. Das mag ich sehr, wenn so Ohrringe so natürliche Formen haben. Das ist so genau meins. Sieht dann getragen so aus. Sehr, sehr schön. Ich habe extra fast alle meine Schmuckstücke abgenommen, weil ich habe natürlich vorher auf der Seite von iCrush geschaut, was die so für Schmuckstücke haben und wusste, es werden Dinge dabei sein, die mir gefallen werden. Deshalb wollte ich sie direkt im Video anziehen. Richtig schön. Gefällt mir mega gut.
Diese Ohrringe sind ja mal süß. Wir haben hier einmal Ohrringe mit so drei Perlen und dann hängt da eine kleine Kette runter, die dann hinten zusammengeführt wird mit dem Vorderteil. Sowas sieht immer sehr stylisch aus, finde ich. Ich würde sogar, weil ich ja drei Ohrlöcher habe, würde ich das Hinterteil zum Beispiel vielleicht sogar beim dritten Ohrring dann dahinter machen, so dass das nochmal noch mehr Bewegung hat. Aber ich liebe sowas. Jetzt habe ich das hier dran gemacht. Ich muss schon sagen, das fühlt sich so leicht falsch an, in einem Adventskalender alle Türchen zu öffnen. Aber ihr feiert ja so Adventskalender-Unpackings. Ich habe hier wieder eine Kette, die ich schon wieder anziehen möchte. Wieder so total mein Stil. Eine bisschen dickere Kette als die anderen zwei, die ich jetzt anhabe. Und hier vorne ist einmal so ein Kreisdetail mit so einem kleinen Stab, was da so durchkommt. Richtig schön. Kann ich mir auch mit so Hemden sehr gut vorstellen, wenn man ein Hemd zum Beispiel bis nach oben zugemacht hat und dann so eine Kette dazu anzieht. Finde ich, sieht das sehr, sehr stylisch aus. Jetzt seht ihr auch, welche Teile meine absoluten Favoriten sind. Also in welche Teile ich mich so sofort verliebt habe, weil ich kann nicht anders. Ich ziehe sie dann halt direkt an. Ach man, das sind auch wieder so Ohrringe, die mir richtig gut gefallen. Richtig süß. Das sind so mittelgroße Ohrringe, würde ich sagen. Hier sind dann nochmal so Print-Details drauf, aber auch wieder so asymmetrisch geschnitten. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Die würde ich jetzt zum Beispiel auch als zweiten Ohrring tragen. Aber wenn man mal so sehr clean sein möchte, kann man hier die Größe auch als ersten Ohrring wählen. Ich als Schmuckliebhaberin, ich habe drei Ohrlöcher, deshalb habe ich ein bisschen mehr Optionen. Aber wirklich sehr süß. Jetzt habe ich aber ein bisschen zu viele Ketten an, oder? Ich mache die mal kurz ab. Übrigens, Leute, mein Rabattcode bei iCrush ist bis zum 31. Dezember gültig. Ich habe jetzt hier die Kette gefunden zu meiner Handkette. Ich denke, das ist die Kette dazu, obwohl die Kette ist ganz anders als die Kette. Aber da ist genau so ein Steinchen dran, deshalb passen die gut zusammen, finde ich. Auch richtig, richtig süß. Und hier ist die Armkette dabei für die Kette, die ich eben gezeigt habe. Mit demselben Detail halt. Das finde ich wirklich sehr cool, dass sie da so einige Sets mit reingepackt haben. Und jetzt fällt mir auch auf, dass die Muster hier zum Beispiel sehr ähnlich sind mit den Mustern hier an den Ohrringen. Ich weiß nicht, es könnte ein Set sein, muss aber nicht. Aber man kann sie halt sehr gut zusammen kombinieren. Generell sind alle Goldtöne identisch, so dass man alles so miteinander kombinieren kann. Okay, also die Armkette muss ich jetzt auch direkt anziehen. Fällt mir richtig gut. Ich mache jetzt die andere Kette aber ein wenig enger. Generell finde ich, dass die Armketten eine sehr gute Größe haben. Also die werden sowohl sehr engen Armen als auch etwas breiteren Armgelenken gut passen, denke ich. Die erste Hälfte haben wir jetzt komplett geöffnet, aber vergesst nicht, ihr könnt das alles noch als Schmuckständer benutzen. Leute, schreibt mir mal unten rein, habt ihr schon mal einen Adventskalender komplett geöffnet an einem Tag? Ich habe höchstens damals diese Schokoladen-Adventskalender an einem Tag alles geöffnet. Habe danach auch ein bisschen Ärger bekommen. Also als Kind habe ich das gemacht. Diese Taler, Schokoladentaler, wisst ihr noch? Ich sehe schon, ich habe hier die passende Kette. Hier zu diesen Ohrringen. Ach man, ich freue mich so sehr über diese Sets. Hier die Kette hat zum Beispiel hier diese großen Loops, die auch an dieser Perlenkette dran sind. Wirklich sehr schön. Es sind so viele verschiedene Styles mit dabei, die sowohl gut miteinander kombinierbar sind, aber auch so unterschiedlich untereinander sind. Das sind auch mehrere verschiedene Kollektionen. Aber ihr könnt die wirklich überall tragen. Ihr könnt mehrere Ketten auf einmal tragen, die so layern. Ihr könnt verschiedene Ohrringkombinationen machen. Ihr könnt die Sachen im Urlaub tragen. Beim Party machen tragen, wollte ich sagen. Aber wie schön ist das denn? Oh mein Gott. Oh, das sind aber sehr schöne Steinchen. Das ist auch wieder so eine Armkette. Genau mein Ding. Hier sind so helle Steine dabei und so dunkle Steine dabei. Die reflektieren so ein bisschen grau, bisschen lila, bisschen grün. Sehr, sehr schön.
Muss ich auch sofort anziehen. Aber ihr wisst ja, ich trage aber sehr viele Armketten auf einmal. Mein Armgelenk ist jetzt so ein Kunstwerk geworden. Aber ich kann mir diese Kette auch sehr gut vorstellen neben einer goldenen Uhr. Sowas mag ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Wenn man so einen Loop-Ohrring hat und dann so eine dünne Kette runterkommt und da noch etwas dran hängt, finde ich auch sehr, sehr schön. Kann ich mir auch sehr gut am dritten Ohr noch vorstellen. Ich mag es auch, wenn die Ohrringe nicht so von sehr lang nach sehr kurz gehen, wie es die meisten kombinieren. Ich mag es auch, wenn zum Beispiel hier am dritten Ohrloch etwas viel Längeres hängt als am ersten Ohrloch. Schaut mal, richtig schön. Jetzt passt die Kombination, diese drei Kombinationen nicht so optimal zueinander. Aber ich bin mir sicher, dass hier doch andere Ohrringe sein werden, die dazu passen werden. Oh, das sind auch richtig süße Ohrringe. Das sind so Sonnenohrringe. Wunderschön. Oh mein Gott, das sind Ohrringe, aber da ist schon sehr viel Kette dran. Das sind so halbe Herzen und dann hängen da so richtig süße, dünne Ketten dran mit so Stellen, wo die Kette ein bisschen dichter gegossen ist. Richtig schön. Ich werde diese Ohrringe definitiv mit so einem Sleek-Zopf rocken. Ich glaube, das wird richtig gut aussehen. Mal was ganz anderes. Sonst kenne ich das so von längeren Ohrringen so, dass die schon viel dicker sind und noch auffälliger sind. Aber die hier sind nochmal ganz anders. Wirklich sehr edel, sehr filigran, sehr ladylike, finde ich. Ah, hier ist die Kette. Ist das eine Handkette, die zu den Sonnenohrringen passt? Leute, das ist doch die Sonne, oder? Müsste sein. Auch eine sehr, sehr schöne Handkette. Ich überlege gerade, wo ich sie noch platzieren soll. Aber das wäre einfach ein bisschen too much. Aber so vom Muster und von der Form her gefällt es mir wirklich sehr gut. Also Leute, wenn ihr euch einen Schmuck-Adventskalender kaufen möchtet, dann auf jeden Fall bei iCrush. Ich habe schon so viele Lieblingsteile. Und hier haben wir den einen Ring. Sehr praktisch, größenverstellbar. So kann man sich natürlich bei einem Adventskalender sicher sein, dass der Ring dann auch jedem passen wird. Sehr filigran gemacht und sehr minimalistisch. Diese Oberfläche erinnert mich etwas hier an diese Kette. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Set ist, aber die passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Oh, wir haben hier noch die Sonnenkette. Wow, gefällt mir richtig gut. Auch nicht schwer. Also es ist, glaube ich, innen drinnen nicht ausgefüllt, so dass es nicht so schwer ist. Ich finde es sehr schwierig, wenn Schmuckstücke schwer sind. Dann habe ich immer das Bedürfnis, sie sehr, sehr schnell abzulegen. Aber hier hat man das Problem nicht. Och, das ist eine sehr süße Kette. Also so vom Motiv her genau meins. Ah, hier haben wir ein Earcuff. Erinnert mich sehr an den Ring. Sieht so aus. Auch süß. Leute, wir haben noch drei Türchen und ich bin schon so begeistert, habe schon so tolle Teile. Schaut mal, die würden jetzt auch sehr gut passen, aber ich gucke mal, ob noch was Passenderes kommt. Jetzt so als zum Austauschen jetzt gegen die Perlenohrringe würden die auch gut passen. Einfache, schlichte, runde Ohrringe. Ich finde, sowas braucht eigentlich jeder. Also sowas braucht man meistens so in Kombination. Wenn man etwas mehr Statement-Ohrringe hat, finde ich, braucht man sowas sowieso immer zum Kombinieren. Also sehr gute Wahl. Finde ich sehr gut, dass auch sowas dabei ist. Dann haben wir hier eine schlichte Armkette noch. Finde ich auch sehr gut. Ich liebe solche Ketten, um sie mit Uhren und so weiter zu kombinieren oder mit so etwas noch stärkeren Armketten zu kombinieren. Auch genauso wie bei den runden Ohrringen eben, finde ich sehr gut, dass sowas auch dabei ist. Weil ich finde, wenn man sich schon einen Adventskalender holt und da sind 24 Schmuckstücke enthalten, dann ist das schon gut, wenn man so ein, zwei Teile hat, um sie mit etwas größeren Statement-Pieces zu kombinieren. Aber auch hier trotzdem besonders gemacht. So Leute, es ist das Heiligabend-Türchen, deshalb sage ich es euch. Wenn ihr es nicht hören möchtet, dann könnt ihr schon mal ein bisschen weiter vorskippen. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Hier sind nämlich zwei Überraschungen. Leute, von der Armkette, in die ich mich so sehr verliebt habe, sind die Ohrringe dabei. Und ich glaube, es ist halt die Halskette. Ja, müsste sein. Okay, jetzt werden diese Perlenohrringe eingetauscht, obwohl ich die auch wirklich sehr liebe. Aber ich muss diese Ohrringe jetzt anprobieren. Schaut mal, die sind so richtig besonders gemacht. Man hat hier einmal das Stück, was so unterm Ohrläppchen rausgucken wird. Und einmal hier den Ohrring, was ich bei solchen Dingen sehr praktisch finde.
wenn man zum Beispiel möchte, dann kann man hier den Teil vom Ohrring abmachen und nur den Teil benutzen, wenn man zum Beispiel so ein Basic-Ohrring haben möchte. Ich finde das sehr praktisch. Man macht hier den Ohrring rein und dann nimmt man sich das Teil und hier sind auch drei Löcher übereinander. Also man kann entscheiden, wie tief das so runterhängt. So, schaut mal, ich habe es am untersten Loch dran gemacht, also so eng wie es geht. Aber man könnte den Ohrring natürlich auch hier tragen, dann könnte man den auch weiter nach unten hängen lassen. Richtig schön, was eine tolle Idee. So, und bei der Kette bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie die angezogen aussehen wird. Ich halte mal gerade die Sonnenkette weg. Schaut mal, so sieht es dann aus. Richtig, richtig schön. Wow, gefällt mir so gut. So filigran, so edel gemacht. Die Steine leuchten so schön. Und die Sonnenkette zum Beispiel sieht so auf der Haut dann aus. Könnt ihr auch mal sehen, um euch das so vorzustellen. Leute, so wie ihr gesehen habt, waren wirklich einige Teile dabei, die ich einfach sofort anziehen musste, die ich sofort tragen musste. Ich finde, der Adventskalender von iCrush lohnt sich wirklich sehr. Es sind so viele sehr schöne Teile mit dabei, sowohl Basics, die man mit anderen It-Pieces kombinieren kann, aber auch sehr viele It-Pieces selber. Und ich fand es sehr gut, dass hier so verschiedene Sets mit dabei sind. Armkette, Ring, Ohrringe und Halskette, die man miteinander kombinieren konnte. Aber auch viele Halsketten und Armketten, die zueinander passten. Der Inhalt hat mir sehr gut gefallen. Mit Girlsday 2024 könnt ihr jetzt 10 Euro auf euren iCrush Adventskalender sparen. Gilt nur jetzt für den aktuellen Adventskalender und außerdem auch nur auf der iCrush Seite. Die sind vertreten auf Instagram, TikTok. Ich werde euch alle Kanäle unten mal reinschreiben. Von iCrush. Ich bin wirklich begeistert. Den Link zum iCrush Adventskalender werde ich euch unten in die Infobox reinpacken, falls ihr einen Adventskalender von iCrush schon mal hattet oder generell mal was dort bestellt habt, dann schreibt es mir sehr gerne unten rein. Vergesst meinen Rabattcode nicht. Wir sehen uns dann bald bei einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.